Morgen, Dr. Winter. Morgen. Guten Morgen. Axel, komm. Morgen, Kathi. Morgen. Ihre Schwester und Ihr Schwager. Oh. Johanna. Er hat ziemlich fiese Schmerzen. Na ja, es geht schon. Es ist halb so schlimm. Und er hat Angst vor Dr. Winter. Du musst keine Angst haben vor ihm. Der beißt nicht. Sir. Bin gleich da. Morgen. Er redet mit den Blumen und mit seinem Hund. Hat hier sonst niemand seit seiner Scheidung. Du hast es ja damals nicht so mitgekriegt. Seine Ex-Frau ist ihm abgehauen. Mit einem jungen Lover. Hat aber niemanden gewundert. Er galt damals schon als Misanthrop. Aber er ist ein sehr guter Zahnarzt. So, so. Die 26 OB. Wind. Danke. Die 27 X, Wind 28. Du machst das sehr gut. Ist gleich vorbei. Ja? Wind 28. Ja, spüren Sie mal. Gut, also Z27X und die 218. Ja. Entschuldigung, Ihre Tochter möchte Sie sprechen. Ist was passiert? Sie sagt, es sei dringend. Spülen Sie schon mal aus, ich bin gleich wieder da. Was hat er gesagt? Der eine Zahn muss gehen, aber die anderen dürfen bleiben. Emily, was ist passiert? Halt, Paps, nichts ist passiert. Ich wollte nur sagen, tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, war der Prüfungsstress. Aber ich habe bestanden. Ah. 2,7 in seiner Haltungskunde. Und ich will heiraten. Das sind auch super Neuigkeiten. 2,7 ist okay, ja. Ich hab dir doch schon von Roberto erzählt, oder? Wir heiraten am Samstag. Mama weiß auch schon Bescheid. Mama? Am besten, wir besuchen dich heute Abend und reden über die Details, ja? Heute Abend? Warum muss denn das alles so schnell gehen? Tschüss, Paps. Emily, Emily? Und? Freut sich schon total auf uns. Ja, super. Warum hast du nicht gesagt, dass du schwanger bist? Ich will ihn überraschen. Okay. Entschuldigen Sie. Zange. Herr Dr. Winter? Ja. Anästhesie? Wie? Ach so, ja. Kann ich Sie nachher gleich mal sprechen? Gerne. Das ist sehr tapfer. Ja. Und wie war's? Oh. Der Zahn musste gehen, aber es geht ihm schon besser. Schaut aber nicht so aus. Hm? Wenn die Schwellung nicht abklingt, dann rufst du mich an. Ja, dann muss er sich noch mal angucken. Ja, gut. Dann bis Samstag. Bis Samstag. Rolf, gute Besserung. Um was geht's denn? Ich brauche eine Frau. Und zwar heute Abend 1-2 Stunden und dann wieder am Samstag 1-2 Stunden. Das dürfte reichen. Eine Frau? Ja, Sie kennen sich doch aus mit Internet und so. Ich habe gehört, da gibt es Agenturen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie eine gefunden haben. Giselle ist sehr aufgeschlossen, neugierig und will jeden Tag was Neues kennenlernen. Tschüss, bis morgen. Sie liebt Wie geht denn das hier aus? Und bei der Nacht. Sie liebt Rotwein und sie schmust sehr gern. Ich würde da mal draufklicken. Ah, danke.
Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis morgen, Kathi. Tschüss, Herr Doktor. Haben Sie eine gefunden? Nicht so richtig. Ich kenne ja nicht Ihre Vorlieben. Vorlieben? Was meinen Sie mit Vorlieben? Ja, so blond oder schwarz, dick, dünn, klein, groß. Oha! Und dann weiß ich auch nicht, was Sie investieren wollen. Die haben nämlich so Stundensätze und Tagessätze. Frau Binz, ich brauche eine Frau, die mich bei der Hochzeit meiner Tochter begleitet. Meine Ex-Frau will auch kommen mit ihrem... Naja, und da will man ja nicht mit leeren Händen dastehen. Sie meinen was Repräsentatives? Genau. Aber das haben die auch nicht im Angebot. Keiner von denen, die sind mehr so die Richtung... Tatsächlich? Wollen Sie mal sehen? Ja, aber es muss doch eine geben, die zu mir passt. Ich meine, eine, die angezogen ist. So wie Sie. Ich muss jetzt los. Frau Binz? Frau Binz? Bin gleich wieder da. Trautenbach 4. Komm, Gassi. Könnte ich Sie kurz sprechen? Einfach nur die Treppe rauf. Treppe? Frau Binz? Ja? Können wir das auch so besprechen? Um was geht's denn? Ich glaube, ich habe eine Frau gefunden, die zu mir passt. Ich dachte dabei an Sie. Ich komme. Grüß Gott. Grüß Gott. Emily, meine Tochter möchte mir den Mann vorstellen, den Sie heiraten will. Aha. Ein Italiener, Rolando oder Roberto oder wie die alle heißen. Aha. Die Überstunden verrechnen wir natürlich, inklusive einer Wochenendzulage. Und es geht nur um das Abendessen und den Termin beim Standesamt? Jeweils ein, zwei Stunden. Jeweils ein, zwei Stunden. Mhm. Natürlich nur, wenn das für Sie in Frage kommt. Extraleistungen gehören nun mal zum täglichen Praxisbetrieb. Ja. Ja gut, dann bis gleich. Arbeitest du jetzt also als Escort-Girl für deinen Chef? Johanna, er möchte einfach nur nicht alleine dastehen, wenn seine Ex mit Mann ankommt. Verstehst du? Ich spiele das alles nur. Mit allem, was dazugehört. Mit Küssen und so. Ich wird schon schief gehen. Du kannst auch gerne Sonntag absagen. Ich finde bestimmt eine andere Kellnerin. Hallo? Was? Nein, nein, ich komme Sonntag. Das sind ja nur zweimal zwei Stunden. Ja? Tschüss. Hallo, Emily. Hallo, Frau Binz.
Darf ich vorstellen? Das ist Roberto, mein Verlobter. Frau Vinz, die Sprechstundenhilfe meines Vaters. Freut mich, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Wir wollen meinen Vater besuchen. Aha. Ich bin auch eingeladen. Es ist ja erst 6:30. Hallo, Babs. Ach, komm her, meine Kleine. Papa, das ist Roberto. Hallo, Papa. Na, wer bist du? Das ist Axel. Vorsicht, der mag nicht jeden. Ah, du kleiner, dicker Axel, hä? Hm? Hallo. Hallo, Frau Anna Maria. Schön, dass du auch gekommen bist. Das ist Frau Binz. Frau Binz und ich sind Frau Binz und ich. Wann seid ihr denn schon zusammen? Ich darf dich doch duzen, oder? Ja, klar. Und? Ach so, ich arbeite schon länger für ihn und da hat sich das dann so ergeben. Das habt ihr ja gut verheimlicht. Auch so lange ist das auch nicht her, das kam alles ein bisschen plötzlich. Ich hatte schon Angst, dass er für immer alleine bleibt. Aber da muss ich ja kein schlechtes Gewissen mehr haben. Roberto und ich ziehen nämlich nach Italien. Oh, ja, ich vermute, meinem Vater wird es nicht so gefallen. Aber jetzt hört er ja dich. So. Es gibt Tagliatelle alla Boscaiola. Ich würde dazu einen trockenen Weißwein empfehlen. Was hast du da? Bier. Ja, das ist gut. Ach so. Kein Problem, du. Ich habe sowieso noch eine Flasche Weißwein da. Und zwar einen Cortese di Capio. Das passt. Das Sushi ist gleich fertig. Du, die Tagliatelle werden richtig lecker. Richtig lecker. Kannst mir vertrauen, ich bin Koch. Ich habe im Restaurant meines Bruders gelernt, in München, weißt du? Aha. Aber inzwischen habe ich meine eigene kleine Trattoria in Florenz. Du, kennst du die Piazza San Lorenzo? Es ist nämlich genau da und es ist total romantisch. Und ihr müsst uns unbedingt bald besuchen kommen, okay? Du, und meine Oma macht dir eine Bistecca alla Fiorentina. Das hast du noch nicht gegessen, ich sag's dir. Ihr wollt nach Italien ziehen? Ja, nach Florenz. Hat Emily nicht, Axel, komm, wir müssen Gassi. Wo willst du hin? Nach Italien. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie soll denn das bitte gehen, wenn du demnächst in die Praxis einsteigen willst? Was willst du denn da unten in einem Restaurant? Dort leben? Als Köchin oder als Kellnerin? Als Wirtin. Oh. Jetzt mach dir doch mal keine Sorgen. Ich weiß schon, was ich tue. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass du weißt, was du da tust. Wir können auch gern wieder abreisen, wenn du das willst. Emily, um Gottes Willen, so war das nicht gemeint. Jetzt vertrau mir doch einfach mal. Ich liebe Robert und ich möchte ihn heiraten. Papa, jetzt kannst du dir nicht einfach mal ein bisschen Mühe geben? Ich kann es ja mal versuchen. Du bist doch auch verliebt. Ich? Ja, oh. Ja, dann weißt du doch, wie das ist. Das ist, stimmt, das ist. Sie decken hier draußen? Es ist wirklich sehr schön hier. Naja, ich habe nur so gewisse Probleme mit der Aussicht. Das geht ganz schön weit runter. Naja. Das ist nur so eine kleine Akrophobie. Haben Sie Höhenangst? Sollen wir drinnen decken? Nein, nein, machen Sie ruhig, sonst denkt dieser Rolando wirklich noch, ich hätte Probleme. Roberto.
warum wohnen Sie dann hier, wenn Ihnen die Aussicht nicht gefällt? Meine Ex-Frau wollte das Haus und ich hatte noch keine Gelegenheit, es zu verkaufen. Das sieht doch alles ganz stabil aus hier. Sehen Sie? Hallo, Maria! Bitte, bitte tun Sie das nicht. Haben Sie gar keine Angst? Also, den müsst ihr unbedingt probieren. Der ist nämlich selbst gebrannt von meiner Oma. Oh. Ja. Der andere? Du nicht? Nee. Also, auf die Liebe. Hat ihr da genug? Lieber Leander. Ich möchte heute Abend die Gelegenheit ergreifen, um... Lass uns erst was essen, ja? Nach dem Essen, machen wir's. Okay, okay, Wo haben Sie beide sich denn kennengelernt? Im Restaurant meines Bruders. Roberto hatte Zahnweh. Links 2 Tee. Ja. Ja, guten Appetit. Guten Appetit. Mhm. Tut mir leid. Wenn ich jetzt nicht meine Rede halte, verliere ich noch den Mut. Und ich mach's auch ganz kurz, ja? Ich bin katholisch. Und Emily ist schwanger. Roberto! Oh, das sind ja ganz wunderbare Nachrichten. Ja, finde ich auch. Du musst dich auch um gar nichts kümmern. Ich habe schon mit Mama telefoniert. Sie kommt vielleicht schon etwas früher. Schön. Alles okay? Hab ich. Die Überraschung ist uns gelungen, ne? Wieso sagt er denn kein Wort? Irgendwas, der kann mir nicht einfach so gar nichts sagen. Du kennst ja den Chef, der hat immer Probleme, wenn plötzlich ein Termin reinkommt. Den Chef? Den Vater, den Chef, den... Aber es kann doch nicht sein, dass es nur wegen Roberto ist. Der hätte ja wegen jedem meiner Termine Probleme. Das ist es ja. Soll ich deswegen nicht heiraten und kein Kind bekommen? Ihr macht das schon richtig. Manche können sich nie entscheiden. Das ist ein großer Fehler. Warst du denn auch schon mal verheiratet? Nö, ich habe nie den richtigen gefunden und... Die Richtigen, die haben sich nie für mich interessiert. Aber jetzt hast du ja meinen Vater kennengelernt. Aha, genau. Vielleicht sollten wir so machen wie Leander. Einfach verschwinden. Ist doch nur kurz raus wegen dem Hund. Er ist seit einer Stunde weg. Ich geh mal gucken, wo er bleibt. Du bist ein schwacher Hund. Ein Feigling. Ein Pudel. Eigentlich bist du ein Pudel. Ja. Ich hab sie gesucht. Die beiden machen sich schon Sorgen, wo sie bleiben. Ich muss mich erst mal sammeln. Tut mir leid, aber unter den gegebenen Umständen kann das durchaus dauern. Emily denkt, sie hat keine Wahl. Sie glaubt, sie muss diesen Mann heiraten. Aber muss eine junge Frau heiraten, nur weil sie ein Kind erwartet? Heutzutage? Ich hab den Eindruck, die beiden mögen sich sehr. Ich glaube, sie zerstört sich wegen diesem Mann ihre Zukunft. Wir hatten das perfekt geplant. Emily kommt in die Praxis, ich mache noch ein paar Jahre und dann übernimmt sie. Was wollen denn alle immer in Italien? Frau Vinz, wir müssen diese Hochzeit verhindern. Kommen Sie. Oh, ich wollte eigentlich so langsam nach Hause. Ach so, natürlich. Sie haben ja noch ein anderes Leben. Schade. Und wenn Sie einfach mal mit den beiden reden? Worüber? Über Ihre Bedenken. Ah. Komm. Komm hier. Na komm.
komm. Wir fahren wieder zurück nach München und planen von dort aus. Gib ihm doch noch eine Chance. Was hast du denn erwartet, dass er dich in den Arm nimmt und sagt, ey, super, du willst mir die einzige Tochter wegnehmen. Vielen Dank, du lieber tätowierter Italiener. Meine Familie hat dich mit offenen Armen empfangen. Er ist eben anders. Ja, er ist sehr anders. Behandelt man so seinen künftigen Schwiegersohn? Man ist Vater von seinem Enkelkind? Nein. Na. Weißt du, als meine Mutter nach Rom ging, da war der so verletzt. Aber er hatte ja noch mich und jetzt würde er ganz alleine dastehen. Aber er hat doch eine Freundin. Und ein Hund. Hey, Axel. Hey. Wo ist das Herrchen, ne? Wo ist das Herrchen? Na, da kommt er. Rolando, ich würde gerne mit Ihnen, mit dir, ich meine mit euch beiden über diese überstürzte Hochzeit sprechen. Hier draußen. Vor der Garage. Oder in der Garage. Bitte? Lass uns das lieber alles morgen besprechen. Ja, ich bin schon ziemlich müde. Gut, dann morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Axel, komm. Komm. Ich mach schon. Ich weiß doch ganz genau, was sie gesagt hätten. Was denn? Finger weg von meiner Tochter. So ein bisschen laut. Weißt du, dann heiraten wir eben in Italien. Ich will aber hier heiraten. Mit meinen Leuten und in meiner Heimat. Weißt du was? Verschieben wir das Ganze. Ich fahr nach München. Hey, du hast schon was getrunken. Gib mir die Autoschlüssel. Bitte, jetzt sei doch nicht so. Ich weiß einfach nicht, wie... Entschuldigung. Soll ich vielleicht jemand zum Bahnhof fahren? Nicht nötig. Was heißt denn hier zum Bahnhof fahren? Ich dachte, wir haben ausgemacht, dass du dir Mühe gibst. Anna-Maria? Die ist heute leider nicht mitgekommen. Wie, wo ist sie? In ihrer alten Wohnung. Habt ihr euch verkracht? Wegen uns? Ja. Ihr habt euch verkracht. Ruf sie an. Ann soll nicht verkracht ins Bett gehen. Los, ruf sie an. Du bist ja völlig durcheinander, Paps. Liebling, ich bin's. Ich wollte dir nur eine gute Nacht wünschen. Schlaf gut. Bussi. Ja, gute Nacht. Brav. Paare können aber auch getrennt wohnen. Aber wir sind frisch verliebt. Ach so, ja klar. Dann behaupten wir einfach, dass ich morgens schon in der Praxis bin. Dann denken alle, uns fehlt die Leidenschaft. Oder Sie rufen mich einfach an im Notfall und dann komme ich ganz schnell über die Terrasse zu Ihnen. Ach, ob das funktioniert? Hallo? Bestimmt. Wir sollten das wenigstens proben. Es ist nicht nötig. Ja,
dich. Telefon. Die Tochter vom Chef. Ich habe mich auch schon gewundert. Binz? Herr Katzler, bitte. Anna-Maria? Roberto will abreisen. Danke, dass du gekommen bist. Roberto, du kannst doch jetzt nicht abreisen. Wenn ich bleibe, gibt's nur Stress. Er will Samstag wiederkommen. Nur zu seinem Hochzeitstermin. Ja, und die ganzen Vorbereitungen? Die Tischkarten, der Kuchen, die Blumen, wir sollen das alles organisieren, Emily. Und wenn du Samstag erst wiederkommst, was wird denn dann aus eurem Polterabend? Ihr müsst doch einen Polterabend feiern mit euren Freunden aus München, aus Schliersee. Sag das mal Leander. Das ist eure Hochzeit. Ja, aber er kann mich nicht ausstehen. Er ist manchmal schwer zu haben, aber er ist zu allen so. Das hat nichts mit dir zu tun. Das habe ich ihm auch schon gesagt. Weißt du, der hat sich da in was verrannt. Der ist wie so ein Hamster im Rad und da braucht er seine Zeit, um rauszukommen. Und dann schnuppert er erst mal. Aber er hat genauso große und schöne Gefühle wie du. Es lohnt sich, ihn zu entdecken, glaub mir. Du liebst ihn wirklich sehr? Ja. Na gut. Ich versuch's noch mal mit ihm. Herr Kratzler, Vollkeramik wäre natürlich das Beste. Weiße Grundfarbe, lichtdurchlässig, biokompatibel. Nachteile? Kostenintensiv. Ich bin bei der Stadt angestellt. Mit einem Tausender müssen Sie schon rechnen. Aha. Na ja. Herr Kratzler, ich sehe gerade, Sie sind Standesbeamter. Ja, hier in Schliersee, seit einem Monat. Sie haben nicht zufällig eine Trauung am kommenden Samstag? Ausnahmsweise. Sie, warte. No, non an Schliersee. Er ist Schliersee, capisci? Con una R, mezzo. Hai capito? Bravo. Va bene. Allora ci vediamo venerdì? Sì, va bene. Ciao. Ciao. Hey, es kommen echt alle. Wahnsinn. Essen ist bestellt. Buffet bringt mein Bruder. Alles da. Es war super. Ja? Hi, Pops. Na? 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 Ich müsste kurz was besprechen mit dir. Rolando versteht, Roberto geht. Ich will ihn nicht vertreiben, aber ich muss auch einmal mit dir alleine reden. Ich hab mir noch mal Gedanken gemacht über euer Vorhaben, eure Hochzeit. Und geht das jetzt schon wieder los? Ich möchte nur wissen, ob du dir das wirklich genau überlegt hast, bevor das alles so seine Konsequenzen hat. Papa, ich bin ein Scheidungskind. Ich weiß schon, was ich tue. Aber du bist keine Köchin und auch keine Wirtin. Du hast mir wirklich geglaubt, dass ich Wirtin werden will? Nun ja, dein Roberto wird das sicher wollen. Du, Roberto lässt mich machen, was ich will. Und Florenz ist eine Großstadt, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ein Freund von Roberto, der hat eine super moderne Zahnarztpraxis. Da kann ich vielleicht mit einsteigen. Ach, ob das so einfach geht? Du hast dann ein Kind. Jetzt sei doch nicht immer so pessimistisch. Emily, ich hab mich so gefreut, dass du wiederkommst. Was wird denn jetzt aus unseren Plänen? Aus deinen Plänen, Papa. Ja. Und wer weiß, was schon wird. Also, vielleicht hörst du ja bald auf und machst es dir mit deiner Anna-Maria so richtig schön auf Ibiza oder Bali. Ach so, ja. Wir müssen ja nicht immer alles auf einmal entscheiden. Du hast immer gesagt, erst kommt A, dann kommt B. Hm? Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Polterabend. Was für ein Polterabend? Ach so, wir feiern hier richtig groß im Garten.
Binz? Frau Binz, Sie müssen sofort kommen. Franziska steht vor der Tür. Ich stehe vor der Tür. Sie haben wirklich Humor, ich muss schon sagen. Den haben Sie in der Praxis vergessen. Das kann nicht sein, er ist doch... Axel, entschuldige. Oh, mein Guter. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich muss das Haus putzen für Franziska. Und jetzt wollen die beiden auch noch Polterabend feiern. Ich weiß gar nicht, wie Emily auf diese Idee gekommen ist, mir das auch noch anzutun. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Natürlich, gern. Kommen Sie. Ich möchte meiner Tochter das ersparen, dieses Leid, wenn man erst nach Jahren erkennt, dass der Mensch, den man liebt, so ganz anders ist, als man dachte. Dass er einen gar nicht wirklich liebt. So macht jeder seine Erfahrung. Sie kennen das auch? Franziska ist da. Oh, jetzt wirklich? Ich spür's. Bitte kommen Sie. Ich komme. Schön aushärten lassen. Oh. 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 Das funktioniert nicht. Und? Perfekt. Soll ich aufmachen? Bin schon unterwegs. Sehr gut. Hi. Das für ein Winter. Privat. Das wurde aus Versehen in der Praxis abgegeben. Vielen Dank. Nee, nur die Post. Ein Geschenk für uns? Nein, das ist nur für Axel. Ach so. Es tut mir leid, aber ich dachte wirklich, es ist Franziska. Sie haben ja keine Ahnung, wie diese Frau ist. Sie lässt sich einfach nicht kontrollieren. Sie ist immer so spontan. Verstehe. Sie hält sich an keine Regel. Sie ist da völlig anders als Sie. Ja, dann gehe ich jetzt wieder in die Praxis zu unseren... So, da bin ich wieder. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Ja. So, einmal ausspülen, dann sind sie auch schon ein bisschen.
Der Herr Dr. Winter wollte mich noch sprechen. Der ist zu Hause. Na, dann probiere ich es einmal dort. Aber nicht klingeln, klopfen. Klopfen. Kann ich das Fenster im Behandlungszimmer wieder schließen? Oder brauchen Sie das noch? Das können Sie wieder zumachen. Guten Tag. Guten Tag. Franziska Liester. Ich habe keinen Termin, aber ich würde gerne Herrn Dr. Winter sprechen. Es geht um was Privates. Ah ja. Ist er da? Nein. Oh, kommt er heute noch? Ja. Gut. Würden Sie ihm bitte etwas ausrichten? Ich, haben Sie einen Stift für mich? Danke. Ich bin im Gasthof zum Schwan abgestiegen und ich würde mich freuen, wenn wir uns heute Abend sehen. Hier ist meine Handynummer, falls er sie verlegt hat. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Katzler, grüß Gott. Ist die Klingel kaputt? Na, Ihr Sprechstundenhilfe hat gesagt, ich soll klopfen. Ah ja. Herr Kratzler, ich hätte da eine kleine Bitte. Mhm. Hören Sie das? Ja. Das ist der Mann. Aha, verstehe. Herr Kratzler, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, diese Hochzeit zu verhindern. Na, verhindern kann man da nichts. Oder vielleicht verzögern. Ich meine, wir sind doch hier nicht in Las Vegas, wir sind hier in Schliersee. Und wir helfen uns immer gegenseitig in der Not. Auch wenn es zum Beispiel um den Eigenanteil an einer Keramikbrücke geht. Ja, weil wir sind ja hier in Schliersee. Genau. Aber jetzt trinken wir erstmal ein bisschen. Komm. Morgen. Dr. Winter? Ihre Ex-Frau war gerade hier in der Praxis. Sie wollte mit Ihnen ein Treffen vereinbaren heute Abend im Gasthof zum Schwan. Besser, Sie gehen da alleine hin. Auf keinen Fall. Ich glaube kaum, dass Sie sie groß beeindrucken können mit so einer grauen Maus. Was für eine Maus? Naja. Frau Binz, das kriegen wir doch hin. Und ich bin nicht so, also ich habe nicht, ich habe auch noch nicht mal was Passendes zum Anziehen. Ich auch nicht. Ich habe nur meine alten Sachen und die kennt sie alle. Vielleicht sollten wir einfach aufhören, so zu tun, als wären wir jemand anders, als wir sind. Kommt nicht in Frage. Wissen Sie was? Wir schließen die Praxis und fahren nach Miesbach und kaufen einfach was Neues. Abgemacht? Sah sie gut aus? Sehr gut. Dann brauche ich ein neues Auto. Da ist das Geschäft. Ah. Hier kennt uns keiner. Wir müssen nicht das Paar spielen. Ein bisschen Training kann ich schaffen.
Warten Sie, ich habe da was für Ihren Mann. Ja. Hallo? Moment. Danke. Haben Sie schon was gefunden? Ich habe da wunderschöne neue Kombinationen reinbekommen. Darf ich sie Ihnen zeigen? Frau Binz? Der Anzug steht Ihnen ausgezeichnet. Wenn ich Ihnen raten darf, nehmen Sie den. Der passt wirklich zu jeder Gelegenheit. Ob Stadtbummel, Wochenendausflug oder Sommerparty. Und wo ist Frau Binz? Ihre Frau Binz ist bei der Anprobe. Frau Binz! Komm, nochmal. Woran? An der Leidenschaft. Passen Sie auf. Ich schaue Sie jetzt ganz feurig an und Sie schauen feurig zurück. Mhm. Okay? Ich glaube, das ist nicht so gut mit der Feurigkeit, Dr. Winter. Wie denn? Freundlicher. Optimistischer. Optimistisch? Ja, wenn Sie sie beeindrucken wollen, dann denkt sie, die Liebe hat sie völlig verändert. Das ist gut. Das ist sehr gut. So? Aha. Ja. Ich hätte gern ein stilles Wasser. Ein Weißbier, bitte. Habt ihr denn schon einen Namen? Fabio. Du weißt doch noch gar nicht, was es wird. Ja, es wird ein Junge. Und wenn es ein Mädchen wird? Magdalena. Magdalena? Und die Werte, Frau Mutter? Ein kleines, helles. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut, so eine tolle Frau. Wie bist du denn an sie rangekommen? Schicksal. Sie stand eines schönen Tages bei mir in der Praxis und seitdem ist alles anders. Ach ja? Sie hat mir beigebracht, das Gute in den Dingen zu sehen, in den Bäumen, in den Bergen, den Menschen. Du bist ja richtig romantisch. Ja, weißt du, sie hat diesen liebevollen Blick. Ich meine, aus ihrem Blick spricht die Liebe. Und sie versteht einfach alles. Sie versteht sogar mich. Leander hat sich wirklich sehr verändert. Vielleicht ist es doch was Chemisches. Die einen locken die guten Seiten in einem Menschen hervor und die anderen die schlechten. So war das wohl bei uns damals. Leander sagt, ihr Freund kommt auch zur Hochzeit. Ich lebe schon seit langem allein. Oh. Na, Rom ist eine wunderschöne Stadt. Die Stadt der Frauen. Vor allem die Stadt der jungen Frauen. Da haben sie es besser getroffen. Franziska, ist das nicht herrlich? Wieder mal in der Heimat? Oh, es ist fantastisch. Ein bisschen mehr zusammen. Oh. Bitte wächst freundlich. Okay, ja, ja. Sehr gut. Okay. Was, sonst gehe ich auf die Seite, dann bist du auch ganz super. Und das Vögelchen. Ja. Kommt. Sehr gut. Wunderbar. Und jetzt ein Foto von uns allen. Oh ja, das ist schön. Genau. Ja, komm jetzt. Anne-Maria, kommst du bitte? Ja. Von hier. Von hier. Ein Foto von uns. Ja, ich weiß. Hier noch. Kommst du? Ja, es geht. Super. Jetzt. Zwei Pärchen, das ist gut. Wunderbar. Ja. Ja. Okay, klasse. Gut. Wunderbar. Danke. Rechts mal. Oh, das sieht man gar nicht so ein bisschen herausfordernd.
Wo ist denn Axel? Es regnet, da bleibt er lieber zu Hause. Aber das Wetter soll wieder besser werden. Das heißt, der Polterabend findet statt. Das ist ja schön. Guten Morgen. Herr Kratzler, Sie haben doch gar keinen Termin. Ich schaue ihn trotzdem mal an. Gehen Sie schon mal vor, Herr Kratzler. Kathi. Frau Binz, könnten Sie nach dem Polterabend noch ein bisschen bleiben, sonst fällt es vielleicht zu sehr auf, dass wir nur so tun, als ob wir... Ich kann auch bei Ihnen übernachten. Ich dachte, Sie wollten nicht. Sicher ist sicher. Herr Kratzler, wie geht es uns? Ausgezeichnet. Plastik oder Keramik? Keramik. Und wie? Aufgrund eines formalen Fehlers in den Unterlagen des Herrn Roberto Fonticello kann ich die Trauung zwischen ihm und ihrer Tochter leider nicht wie gewünscht schon am Samstag vollziehen. Nein. Ja, oder doch? Nein, nein, alles gut. Wollen wir mal. Ich bin echt froh, dass wir uns so gut verstehen. Das ist nicht üblich bei Frauen, die denselben Mann lieben. Ich meine, liebten. Liebte. In meinem Fall. Ich brauche noch ein Prosecco. Ich glaube, ich auch. Kannst du nicht einfach die Musik abdrehen? Jetzt, wo es richtig lustig wird. Ja, es ist immer noch sein Haus. Und er will keinen Ärger mit den Nachbarn. Es ist unser Polterabend. Anna Maria, wie macht ihr das denn, wenn ihr euch streitet? Oh, da haben wir noch nicht so die Erfahrung, aber das wollen wir auch mal ausprobieren. Entschuldigt, aber ich glaube, ich habe aus Versehen eure Musikanlage. Ach so. Kein Problem, wir kriegen das schon hin. Bevor die ein neues Kabel gefunden haben, haben wir unsere Ruhe. Das ist aber nicht besonders fair. Der Herr Doktor hat eben auch so seine Abgründe. Am liebsten würde ich gleich mit Ihnen ab ins Bett. Wir müssen uns nur ganz groß verabschieden, mit Pauken und Trompeten. Franziska muss uns einmal so richtig in Action erleben. In Action? Ja, als glückliches Paar. Franziska hat erzählt, ihr duzt euch. Ja. Sie müssen da vorsichtig sein, sie will Ihnen den Stachel ziehen. Damit Sie ja nicht gefährlich werden, das ist so Ihre Strategie der Vorwärtsumarmung. Verstehe. Also jetzt bitte nicht das Hausmuttchen oder nur die beste Freundin, sondern... Die Sexbombe. Ganz genau. Ja. Ja, dann los. Tja, wir wollen dann mal gute Nacht sagen. Echt? Ja. Lasst es noch schön krachen. Ihr wollt jetzt schon ins Bett? Ja. Ja, wenn ihr noch Bier braucht, ist alles in der Garage. Ja, aber ihr habt doch noch gar nicht getanzt. Noch nicht. Das machen wir lieber allein. Ja, genau. Wenn uns niemand sieht, nicht wahr, Liebling? Wow.
Volltreffer. Haben Sie Ihren Blick gesehen? Nicht so richtig. Frau Binz, Sie sind der Hammer. Danke. Tja, da wären wir. Ja, dann können Sie mich auch wieder loslassen. Natürlich, entschuldigen Sie. Ja. Ich leg das hier hin. Ja, ja, einfach. Tja. Haben Sie das gelesen? Der BGH genehmigt die Auktion von Zahnbehandlungen. Nein. Ja, inzwischen werden schon die ersten Patienten im Internet versteigert. Das gibt's doch gar nicht. Dabei kennt doch keiner deren Zahn- und Mundzustand. Das ist ein Skandal. Hallo, kann ich reinkommen? Augenblick. Kiss. Hallo? Hallo. Ja, bitte. Hey. Ich brauche den Garagenschlüssel, weil Bier ist alle. 3x7. 3x7, was? Der Code. 3x7. Gut. Aber lass dich nicht stören, ne? Also. Vielleicht soll ich lieber im Bett bleiben. Sicherheitshalber. Aha. Denken Sie eigentlich so schlecht über Franziska? Kennen Sie Ihren ersten Roman? Der Panikmann? Sind Sie der Panikmann? Ich habe alles versucht, dieses Machwerk zu verhindern. Was sie da alles geschrieben hat, sie wollte mich total lächerlich machen. Das ist so ihre Art. Selbstgerecht, egozentrisch, tückisch. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich kann Ihnen gerne was draus vorlesen. Ich müsste nur mal kurz an meinen Nachttisch. Entschuldigen Sie. Passen wir. Schon am Morgen fängt es an. Bertram, das bin ich, liest ihr aus der Zeitung die neuesten Katastrophen vor. Dabei geht es immer um irgendwelche Naturgewalten, um Exzesse, um Mord und Totschlag und als Höhepunkt um zahnmedizinische Innovationen, die den Weltuntergang bedeuten. Oder hier. Gestern hat er Bettina in den Arm genommen und sie liebevoll Apollo genannt. Apollo ist sein Hund. Also, Bettina ist Franziska und Apollo ist... Axel? Ja, eigentlich Axel 1, der jetzige ist Axel 2. Aber jetzt kommt's, passen Sie auf. Ihr Sexleben besteht nur noch aus Spaziergängen mit dem Hund. Immer, wenn sie an einem kleinen Abhang vorbeikommen, nimmt er ihre Hand und hält sie fest. Aber nicht aus Zärtlichkeit. Er möchte sie mit sich reißen, falls er in den Abgrund stürzt. Ist doch unverschämt. Entschuldigung. Sie scheinen sich ja gut zu amüsieren. Vielleicht hätte ich ihr das auch alles verziehen. Irgendwann. Aber dann hat sie eine Affäre angefangen mit ihrem Verleger. Das muss man sich mal vorstellen, mit ihrem Chef. Ich
glaube, das bereut sie inzwischen. Hat sie was gesagt? Ist sie nicht mehr mit ihm zusammen? Mhm. Wollen Sie nicht nachschauen? Ich glaube, es ist taktisch klüger, wenn Sie gehen. Gut, dass du da bist. Wir kriegen sie nicht raus. Was? So ein Mist. Ich mach schon. Das war ein Hasendasen und Slickshield. Aber da hat mich so eine alte Frau drin angeguckt. Da musste ich erst mal die Meinung sagen. Hm? Da bist du ja, Anna Maria. Wir haben dich die ganze Zeit vermisst. Trinkst du mit mir noch was? Doch, eine gute Idee. Am See, an der frischen Luft. Super. Die jungen Leute hier, das ist alles Spießer. Ja. Stopp. Gute Nacht. Alles ist. Ich hatte das fast schon vergessen. Ja, manchmal frage ich mich, warum ich überhaupt weggegangen bin. Oh, Rom ist ja auch ganz schön. Ja, aber sehr, sehr einsam. Ich meine, natürlich habe ich ja Freunde, aber die haben alle Familie, Kinder, Enkel. Ich habe nur meine Romanfiguren. Verstehe. Und seit einem Jahr eine Schreibblockade. Mein Freund hat mich wegen einer Jüngeren verlassen. Aber damit war zu rechnen. Warum? Er ist erst 32. Oh. Du hast wirklich Glück mit Leander. Wenn er nur nicht so ein Kontrollfreak gewesen wäre. Heute würde ich vermutlich bei ihm bleiben. Nochmal. Ach so, Kathi, das von vorhin da am See, das dürfen Sie nicht falsch verstehen. Ich kann manchmal nicht gut schlafen und dann gehe ich spazieren. Herr Huber sitzt schon im Behandlungszimmer. Ja. Liebste Leander. Anna Maria, ich habe die ganze Nacht auf Sie gewartet, Frau Binz. Herr Huber sitzt schon im Behandlungszimmer. Kathi, warum sind Sie nicht wiedergekommen? Roberto und Emily sind schlafen gegangen und Franziska ist in ihr Hotel. Es war rein objektiv nicht mehr nötig. Stimmt, natürlich, rein objektiv. Zusammenzählen. Wo ist Leander? Schon wieder Streit? Das Standesamt akzeptiert Robertos Auszug aus dem Geburtsregister nicht, weil er veraltet ist. Er ist erst 1-2 Jahre alt, okay? Roberto vermutet, dass Papa was damit zu tun hat. Ja, er kann mir nicht ausstehen, okay, so ist das Leben. Aber das hat echt keinen Charakter. Oh, Roberto, du kannst da jetzt nicht reingehen, er hat einen Patienten. Wir wollen morgen heiraten. Kratzler? Ich kümmere mich drum. Moment.
Herr Kratzler? Benz hier von der Zahnarztpraxis Dr. Winter. Herr Kratzler, Ihnen liegt ein Auszug aus dem Geburtsregister von dem zukünftigen Schwiegersohn von Dr. Winter vor. Ist das richtig? Ja. Herr Kratzler, jetzt hören Sie mir mal ganz genau zu. Wenn Sie diesen Auszug nicht akzeptieren, dann mache ich eine gewisse Sache öffentlich, verstehen Sie? Bestechung und so. Ja. Ja. Genau. Warum nicht gleich so? Morgen wird geheiratet. Siehst du? Danke. Heute nicht mehr rauchen. Dann mache ich Ihnen gleich den Termin für nächste Woche. Wir müssen reden. Ja. Franziska möchte uns zum Essen einladen. Wie können Sie es nur übers Herz bringen, die Hochzeit Ihrer Tochter zu sabotieren? Was ist denn mit Ihnen los? Ich konnte diesen Anschlag gerade noch rechtzeitig verhindern. Das haben Sie nicht. Hab ich wohl. Was mischen Sie sich da ein? Emily braucht etwas mehr Zeit zum Nachdenken. Sie kennt diesen Mann doch erst seit 2 oder 3 Monaten. Die beiden werden Eltern und die brauchen ihre Unterstützung. Und was tun Sie? Statt ihnen zu helfen, wo es nur geht, Sie versuchen, sie auseinanderzubringen. Sie sind ein Egomane. Dabei liegen Sie völlig falsch, wenn Sie glauben, dass Emily Roberto nur wegen dem Baby heiraten will. Etwa nicht? Nein. Sie liebt diesen Mann wirklich. Sie hat nur Angst, dass sie alles mies machen mit ihrem Pessimismus, mit ihren ständigen Zweifeln, mit ihrem Kontrollwahn. Wenn man sich liebt, dann ist das ein großes Glück. Das muss man leben, dieses Wunder. Zweifel machen nur einsam. Das ist ein interessanter Ansatz. So, jetzt wissen Sie Bescheid. Und was Sie damit anfangen, ist Ihre Sache. Zu den beiden. Ach, Axel, wenn ich dich nicht hätte. Dankeschön. Danke. Ich möchte etwas sagen, etwas Offizielles. Vielleicht stelle ich mich sogar besser hin. Ich möchte mich bei euch entschuldigen. Ich hatte Bedenken gegen die Hochzeit und die Sorge, ihr heiratet nur, weil Emily schwanger ist. Deshalb dachte ich, ich müsste etwas unternehmen, damit ihr mehr Zeit habt zum Nachdenken. Ich wusste es. Roberto? Dein Vater ist ein Monster. Roberto! Roberto, du kannst doch nicht immer wegrennen, nur weil es mal schwierig wird. Versteh das doch bitte. Ihr habt mich ständig mit Tatsachen konfrontiert. Hochzeit, Schwangerschaft. Emily will die Praxis nicht mehr, sondern nach Italien. Das ist ganz schön viel auf einmal. Ja, so ist das Leben. Ja, es ist unser Leben und nicht deines. Das verstehe ich ja auch inzwischen. Dank Anna Maria. Es tut mir wirklich leid. Es war ein Fehler. Könnt ihr mir verzeihen? Ja, nur seid doch mal nicht so. Leander hatte vielleicht einfach nur Angst, wieder alles zu verlieren. Daran bin ich nicht ganz unschuldig. Ich bin damals einfach weggegangen. Naja, mittlerweile tut mir das richtig leid. Schon gut. Grazie. Komm.
Wenn man sich liebt, dann muss man dieses Glück auch leben. Dieses Wunder. Zweifel machen einsam. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe euch belogen. Ich habe euch vorgespielt, dass ich diese Frau liebe, dass ich eine Beziehung zu ihr habe, aber das ist nicht wahr. Frau Binz, ich möchte mich auch bei Ihnen entschuldigen. Es war eine dumme Idee, Sie als meine Geliebte auszugeben, nur damit ich vor meiner Familie gut dastehe. Es tut mir leid. Aber danke, dass Sie das Spiel mitgemacht haben. Sie sind ein feiner Kerl. Ach, stimmt das? Geh wieder zurück zu den anderen. Ein Stückchen. Für Sie. Danke. Wo ist Frau Binz? Die war nur kurz hier, hat ihre Sachen geholt und hat gekündigt. Warum? Keine Ahnung. Sind Sie sicher? Ich habe nichts Schriftliches, aber sie hat gesagt, sie kündigt. Das kann doch nicht sein. Ich habe mich bei ihr entschuldigt. Ich habe sie sogar geoutet. Als meine Sprechstundenhilfe. Hallo? Ich bin's, Leander. Ich bin Frau Helmbach. Hallo? Anna-Maria? Ich bin Frau Krause. Ah. Hallo? Und wo ist Frau Binz? Auf dem Wendelstein. Was macht sie denn da oben? Sie ist bei ihrer Schwester. Danke. Bitte. Frau Krause. Anna hat sich mit seiner Tochter versöhnt und Roberto hat ihm verziehen. Franziska, ich will mir Rom zeigen. Ich kann sogar bei ihr übernachten. Was willst du denn in Rom? Nix. Du liebst ihn. Nur gebraucht, damit er zu seiner Familie zurückfindet. Das hat er jetzt geschafft. Der Mohr hat seinen Dienst getan, der Mohr kann gehen. Ach, Anna. Das ist die Praxis. Seine Nummer. Da gehe ich nicht dran. Sie hat gekündigt. Frau
Frau Binz kommt nicht wieder. Verstehst du? Das kann sie uns doch nicht antun. Weißt du was? Wenn sie nicht kommt, dann gehen wir zu ihr. Komm. Möchtest du dich nicht erst erholen? Arbeit ist gut. Du kannst gern hier bleiben. Wir werden dich auch fest einstellen, wenn du möchtest. Ja. Ich habe schon mit Rolf darüber gesprochen. Danke, Johanna. Aber überleg dir das gut. Wenn man sein Herz einem anderen geschenkt hat, dann kann es ziemlich einsam werden hier oben. Haus Wendelstein, grüß Gott. Moment. Für dich? Binz. Anna-Maria. Gott sei Dank. Was ist denn mit Ihrem Handy los? Das habe ich abgestellt. Aber ich muss Sie doch erreichen können im Notfall. Das war vielleicht früher so. Gut, dass Sie das ansprechen, Frau Binz. Bitte verstehen Sie das nicht falsch, aber Sie dürfen nicht kündigen. Wir brauchen Sie. Wie soll denn das gehen ohne Sie? Kathi ist doch noch in der Ausbildung. Kathi kennt sich sehr gut aus und sie ist sehr kompetent. Frau Binz, ich will ja nicht kleinlich wirken. Aber haben wir im Vertrag nicht eine Kündigungsfrist von 4 Monaten? Kündigungsfrist? Ich habe ja auch Gefühle. Welche Gefühle? Das war ein Fehler, dass ich Ihnen geholfen habe. Wäre alles nicht so weit gekommen. Und jetzt ist es besser für mich, wenn ich sie nicht mehr wiedersehe. Es tut mir leid. Frau Binz, ich verstehe das alles nicht. Das müssen Sie auch nicht. Alles Gute. Frau Binz? Herr Dr. Winter? Ja. Das war gerade die letzte für heute. Ich weiß, ja. Danke. Gleich fertig. Roberto hat sich selbst übertroffen. Es gibt italienisches Sushi. Ich habe keinen Hunger. Ach, Liebeskummer? In meinem Alter hat man höchstens Gelenkschmerzen. Ich wollte mit dir noch über das Hochzeitsgeschenk für Emily und Roberto sprechen. Ich nehme an, du hast noch keins? Ja, ich meine, nein. Was hältst du davon, wenn wir den beiden eine Reise nach Rom schenken? Ja, da könnten sie nächste Woche schon losfahren. Und wenn du Lust hast, dann könnten wir den beiden gemeinsam die Stadt zeigen. Wie eine richtige Familie, sozusagen. Macht das mal, wie ihr wollt. Du hörst mir ja gar nicht zu. Diese Frau ist mir ein Rätsel. Ja, also doch, Liebeskummer. Das freut mich für dich. Freut mich, dass du endlich deine echten, wahren Gefühle entdeckst. Wird ja auch Zeit. Sie kann doch nicht einfach so gehen. Findest du nicht? Wir vermissen sie doch alle. Tja, bei deinem Charme hat sie womöglich was falsch verstanden. Natürlich. Sie fühlt sich von mir belästigt. Ist ja auch kein Wunder. Sag mal, kapierst du immer noch nicht? So wie ihr beide das Liebespaar gespielt habt, so kann man gar nicht spielen. Hm? Verstehst du jetzt? So, jetzt gehe ich was essen. Franziska, guten Appetit. Danke.
Herr Dr. Winter. Guten Morgen. Wir wollen es heute mit. Geht es denn schon los? Sie können auch die nächste nehmen. Dann machen wir das so. Axel! Axel! Passen Sie bitte auf meinen Hund auf. Er hat ganz viel Höhenangst. Okay. Alles in Ordnung? Der ist für Sie. Ich will Sie wirklich in Ruhe lassen, aber das ist gar nicht so einfach. Sie fehlen mir so sehr. Bitte überlegen Sie sich das noch mal mit der Kündigung. Ich verspreche Ihnen auch, ich werde Sie von jetzt ab nie wieder belästigen. Ich habe mich ab jetzt vollkommen im Griff, sexuell. Ich meine, emotional. Sie verstehen schon. Glauben Sie, ich bin gegangen, weil ich mich vor Ihren Gefühlen fürchte? Ja. Nein, ich fürchte mich vor meinen eigenen Gefühlen. Aber Anna-Maria, das musst du nicht. Wenn es denn gute Gefühle sind in meine Richtung? Sehr gute, sogar. Ja, aber das ist ja wunderbar. Und ich habe auch schon so lange keine Beziehung mehr gehabt. Ich hatte noch nie eine, zumindest keine, die funktioniert hat. Erst in den letzten Tagen hat sich da etwas angebahnt. Aber lass dir Zeit. Ich habe alle Zeit der Welt. Bei der Lebenserwartung heutzutage. Giselle ist sehr aufgeschlossen, neugierig und will jeden Tag was Neues kennenlernen. Tschüss, bis morgen. Sie liebt Wie geht denn das hier aus? Bei der Nacht. Sie liebt Rotwein und sie schmust sehr gern. Ich würde da mal draufklicken. Ah, danke. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis morgen, Kathi. Tschüss, Herr Doktor. Haben Sie Andi gefunden? Nicht so richtig. Ich kenne ja nicht Ihre Vorlieben. Vorlieben? Was meinen Sie mit Vorlieben? Ja, so blond oder schwarz, dick, dünn, klein, groß. Oha! Und dann weiß ich auch nicht, was Sie investieren wollen. Die haben nämlich so Stundensätze und Tagessätze. Frau Binz, ich brauche eine Frau, die mich bei der Hochzeit meiner Tochter begleitet. Meine Ex-Frau will auch kommen mit ihrem... Naja, und da will man ja nicht mit leeren Händen dastehen. Sie meinen was Repräsentatives? Genau. Aber das haben die auch nicht im Angebot. Keiner von denen, die sind mehr so die Richtung... Tatsächlich? Wollen Sie mal sehen? Ja,
Aber es muss doch eine geben, die zu mir passt. Ich meine, eine, die angezogen ist. So wie Sie. Ich muss jetzt los. Frau Binz. Frau Binz. Bin gleich wieder da. Rautenbach 4. Komm, Gassi. Könnte ich Sie kurz sprechen? Einfach nur die Treppe rauf. Treppe? Frau Binz? Ja? Können wir das auch so besprechen? Um was geht's denn? Ich glaube, ich habe eine Frau gefunden, die zu mir passt. Ich dachte dabei an Sie. Ich komme. Grüß Gott. Grüß Gott. Emily, meine Tochter möchte mir den Mann vorstellen, den Sie heiraten will. Ein Italiener, Rolando oder Roberto oder wie die alle heißen. Aha. Die Überstunden verrechnen wir natürlich, inklusive einer Wochenendzulage. Und es geht nur um das Abendessen und den Termin beim Standesamt? Jeweils ein, zwei Stunden. Jeweils ein, zwei Stunden. Natürlich nur, wenn das für Sie in Frage kommt. Extraleistungen gehören nun mal zum täglichen Praxisbetrieb. Ja. Ja gut, dann bis gleich. Dann arbeitest du jetzt also als Escort-Girl für deinen Chef? Johanna, er möchte einfach nur nicht alleine dastehen, wenn seine Ex mit Mann ankommt. Verstehst du? Ich spiele das alles nur. Mit allem, was dazugehört. Mit Küssen und so. Es wird schon schief gehen. Du kannst auch gerne Sonntag absagen. Ich finde bestimmt eine andere Kellnerin. Hallo? Was? Nein, nein, ich komme Sonntag. Das sind ja nur zweimal zwei Stunden. Ja? Tschüss. Tschüss. Emily denkt, sie hat keine Wahl. Sie glaubt, sie muss diesen Mann heiraten, aber muss eine junge Frau heiraten, nur weil sie ein Kind erwartet, heutzutage? Ich habe den Eindruck, die beiden mögen sich sehr. Ich glaube, sie zerstört sich wegen diesem Mann ihre Zukunft. Wir hatten das perfekt geplant. Emily kommt in die Praxis, ich mache noch ein paar Jahre und dann übernimmt sie. Was wollen denn alle immer in Italien? Frau Binz, wir müssen diese Hochzeit verhindern. Kommen Sie. Oh, ich wollte eigentlich so langsam nach Hause. Ach so, natürlich. Sie haben ja noch ein anderes Leben. Schade. Und wenn Sie einfach mal mit den beiden reden? Worüber? Über Ihre Bedenken. Ah. Komm. Komm hier. Na komm. Wir fahren wieder zurück nach München und planen von dort aus. Gib ihm doch noch eine Chance. Was hast du denn erwartet, dass er dich in den Arm nimmt und sagt, ey, super, du willst mir die einzige Tochter wegnehmen. Vielen Dank, du lieber tätowierter Italiener. Meine Familie hat dich mit offenen Armen empfangen. Er ist eben anders. Ja, er ist sehr anders. Behandelt man so seinen künftigen Schwiegersohn? Man ist Vater von seinem Enkelkind? Nein.
Weißt du, als meine Mutter nach Rom ging, da war der so verletzt. Aber er hatte ja noch mich und jetzt würde er ganz alleine dastehen. Aber er hat doch eine Freundin. Und einen Hund. Hey, Axel. Hey. Wo ist das Herrchen, ne? Wo ist das Herrchen? Na, da kommt er. Rolando, ich würde gerne mit Ihnen, mit dir, ich meine mit euch beiden über diese überstürzte Hochzeit sprechen. Hier draußen, vor der Garage oder in der Garage. Lass uns das lieber alles morgen besprechen. Ja, ich bin schon ziemlich müde. Gut, dann morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Axel, komm. Komm. Ich mach schon. Finger weg von meiner Tochter. So ein bisschen laut. Weißt du, dann heiraten wir eben in Italien. Ich will aber hier heiraten. Mit meinen Leuten und in meiner Heimat. Weißt du was? Verschieben wir das Ganze. Ich fahr nach München. Hey, du hast schon was getrunken. Gib mir die Autoschlüssel. Bitte, jetzt sei doch nicht so. Ich weiß einfach nicht, wie... Entschuldigung. Soll ich vielleicht jemand zum Bahnhof fahren? Nicht nötig. Was heißt denn hier zum Bahnhof fahren? Ich dachte, wir haben ausgemacht, dass du dir Mühe gibst. Anna-Maria? Die ist heute leider nicht mitgekommen. Wie, wo ist sie? In ihrer alten Wohnung. Habt ihr euch verkracht? Wegen uns? Ja. Ihr habt euch verkracht. Ich ruf sie an. Man soll nicht verkracht ins Bett gehen. Los, ruf sie an. Du bist ja völlig durcheinander, Paps. Liebling, ich bin's. Ich wollte dir nur eine gute Nacht wünschen. Schlaf gut. Bussi. Ja, gute Nacht. Brav. Hallo, Frau Binz. Darf ich vorstellen, das ist Roberto, mein Verlobter. Frau Binz, die Sprechstunde und Hilfe meines Vaters. Freut mich, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Wir wollen meinen Vater besuchen. Aha. Ich bin auch eingeladen. Es ist doch erst 6:30. Hallo, Babs. Ach, komm her, meine Kleine. Papa, das ist Roberto. Hallo, Papa. Na, und wer bist du? Das ist Axel. Vorsicht, der mag nicht jeden. Ah, du kleiner, dicker Axel, hä? Hallo. Hallo, Frau Anna-Maria. Schön, dass du auch gekommen bist. Das ist Frau Binz. Frau Binz und ich sind... Frau Binz und ich.
Ja, wann seid ihr denn schon zusammen? Ich darf dich doch duzen, oder? Ja, klar. Und? Ach so, ich arbeite schon länger für ihn und da hat sich das dann so ergeben. Das habt ihr ja gut verheimlicht. Ach, so lange ist das auch nicht her. Das kam alles ein bisschen plötzlich. Ich hatte schon Angst, dass er für immer alleine bleibt. Aber da muss ich ja kein schlechtes Gewissen mehr haben. Roberto und ich ziehen nämlich nach Italien. Oh, ja, ich vermute, meinem Vater wird es nicht so gefallen. Aber jetzt hat er ja dich. So. Es gibt Tagliatelle alla Boscaiola. Und ich würde dazu einen trockenen Weißwein empfehlen. Was hast du da? Bier. Alles gut. Ach so. Kein Problem, du. Ich habe sowieso noch eine Flasche Weißwein da. Und zwar einen Cortese di Capio. Das passt. Das Sushi ist gleich fertig. Du, die Tagliatelle werden richtig lecker. Richtig lecker. Kannst mir vertrauen, ich bin Koch. Ich habe im Restaurant meines Bruders gelernt in München, weißt du? Aha. Aber inzwischen habe ich meine eigene kleine Trattoria in Florenz. Du, kennst du die Piazza San Lorenzo? Es ist nämlich genau da und es ist total romantisch und ihr müsst uns unbedingt bald besuchen kommen, okay? Du, und meine Oma macht dir eine Bistecca alla Fiorentina. Das hast du noch nicht gegessen, ich sag's dir. Ihr wollt nach Italien ziehen? Ja, nach Florenz. Hat Emily nicht, Axel, komm, wir müssen Gassi. Wo willst du hin? Nach Italien. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie soll denn das bitte gehen, wenn du demnächst in die Praxis einsteigen willst? Was willst du denn da unten in einem Restaurant? Dort leben? Als Köchin oder als Kellnerin? Als Wirtin. Oh. Jetzt mach dir doch mal keine Sorgen. Ich weiß schon, was ich tue. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass du weißt, was du da tust. Wir können auch gern wieder abreisen, wenn du das willst. Emily, um Gottes Willen, so war das nicht gemeint. Jetzt vertrau mir doch einfach mal. Ich liebe Roberto und ich möchte ihn heiraten. Papa, jetzt kannst du dir nicht einfach mal ein bisschen Mühe geben? Ich kann es ja mal versuchen. Guten Morgen, Dr. Winter. Morgen. Guten Morgen. Axel, komm. Guten Morgen, Kathi. Morgen. Ihre Schwester und ihr Schwager. Oh. Johanna. Er hat ziemlich fiese Schmerzen. Na ja, es geht schon. Es ist halb so schlimm. Und er hat Angst vor Dr. Winter. Du musst keine Angst haben vor ihm. Der beißt nicht. Sir. Bin gleich da. Morgen. Er redet mit den Blumen. Und mit seinem Hund. Hat ja sonst niemand seit seiner Scheidung. Du hast das ja damals nicht so mitgekriegt. Seine Ex-Frau ist ihm abgehauen. Mit einem jungen Lover. Hat aber niemanden gewundert. Er galt damals schon als Misanthrop. Aber er ist ein sehr guter Zahnarzt. So, so. Die 26 OB. Wind. Danke. Die 27 X, Wind 28. Du machst das sehr gut. Ist gleich vorbei. Ja? Wind 28.
Ja, spüren Sie mal. Gut, also Z27X und die 218. Ja. Entschuldigung, Ihre Tochter möchte Sie sprechen. Ist was passiert? Sie sagt, es sei dringend. Spülen Sie schon mal aus, ich bin gleich wieder da. Was hat er gesagt? Der eine Zahn muss gehen, aber die anderen dürfen bleiben. Emily, was ist passiert? Hi, Paps. Nichts ist passiert. Ich wollte nur sagen, tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, war der Prüfungsstress. Aber ich habe bestanden. Ah. 2,7 als Zahnerhaltungskunde. Und ich will heiraten. Das sind auch super Neuigkeiten. 2,7 ist okay, ja. Ich hab dir doch schon von Roberto erzählt, oder? Wir heiraten am Samstag. Mama weiß auch schon Bescheid. Mama? Am besten, wir besuchen dich heute Abend und reden über die Details, ja? Heute Abend? Warum muss denn das alles so schnell gehen? Tschüss, Pops. Emily, Emily? Und? Er freut sich schon total auf uns. Ja, super. Warum hast du nicht gesagt, dass du schwanger bist? Ich will ihn überraschen. Okay. Entschuldigen Sie. Zange. Herr Dr. Winter? Ja. Anästhesie? Wie? Ach so, ja, natürlich. Kann ich Sie nachher gleich mal sprechen? Gerne. Was? Oh. Der Zahn musste gehen, aber es geht ihm schon besser. Schaut aber nicht so aus. Hm? Wenn die Schwellung nicht abklingt, dann rufst du mich an. Ja, dann muss er sich's noch mal angucken. Ja, gut. Dann bis Samstag. Bis Samstag. Rolf, gute Besserung. Raus. Um was geht's denn? Ich brauche eine Frau. Und zwar heute Abend 1-2 Stunden und dann wieder am Samstag 1-2 Stunden. Das dürfte reichen. Eine Frau? Ja, Sie kennen sich doch aus mit Internet und so. Ich habe gehört, da gibt es Agenturen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie eine gefunden haben. Bist du auch verliebt? Ich? Ja, oh. Ja, weißt du doch, wie das ist. Das ist, stimmt, das ist... Sie decken hier draußen? Es ist wirklich sehr schön hier. Naja, ich habe nur so gewisse Probleme mit der Aussicht. Das geht ganz schön weit runter. Naja. Das ist nur so eine kleine Akrophobie. Haben Sie Höhenangst? Sollen wir drinnen decken? Nein, nein, machen Sie ruhig, sonst denkt dieser Rolando wirklich noch, ich hätte Probleme. Roberto. Warum wohnen Sie denn hier, wenn Ihnen die Aussicht nicht gefällt? Meine Ex-Frau wollte das Haus und ich hatte noch keine Gelegenheit, es zu verkaufen. Das sieht doch alles ganz stabil aus hier. Sehen Sie? Hallo, Maria! Bitte, bitte, bitte tun Sie das nicht. Haben Sie gar keine Angst? Also, den müsst ihr unbedingt probieren. Der ist nämlich selbst gebrannt von meiner Oma. Oh. Ja. Der andere? Du nicht? Nee. Also, auf die Liebe. Hat ihr da genug? Lieber Leander. Ich möchte heute Abend die Gelegenheit ergreifen, um... Lass uns erst was essen, ja? Nach dem Essen, alles. Okay, okay, okay. Wo haben Sie beide sich denn kennengelernt?
Im Restaurant meines Bruders. Roberto hatte Zahnweh. Links 2C. Ja. Ja, guten Appetit. Guten Appetit. Mhm. Tut mir leid. Wenn ich jetzt nicht meine Rede halte, verliere ich noch den Mut. Und ich mach's auch ganz kurz, ja? Ich bin katholisch. Und Emily ist schwanger. Roberto! Oh, das sind ja ganz wunderbare Nachrichten. Ja, finde ich auch. Du musst dich auch um gar nichts kümmern. Ich habe schon mit Mama telefoniert. Sie kommt vielleicht schon etwas früher. Schön. Alles okay? Hab ich. Die Überraschung ist uns gelungen. Hm? Wieso sagt er denn kein Wort? Irgendwas, der kann mir nicht einfach so gar nichts sagen. Du kennst ja den Chef, der hat immer Probleme, wenn plötzlich ein Termin reinkommt. Den Chef? Den Vater, den Chef, den... Aber es kann doch nicht sein, dass das nur wegen Roberto ist. Der hätte ja wegen jedem meiner Termine Probleme. Das ist es ja. Soll ich deswegen nicht heiraten und kein Kind bekommen? Ihr macht das schon richtig. Manche können sich nie entscheiden. Das ist ein großer Fehler. Warst du denn auch schon mal verheiratet? Nö, ich habe nie den Richtigen gefunden und... Die Richtigen, die haben sich nie für mich interessiert. Aber jetzt hast du ja meinen Vater kennengelernt. Aha, genau. Vielleicht wollten wir so machen wie Leander. Einfach verschwinden. Lass doch nur kurz raus wegen dem Hund. Er ist seit einer Stunde weg. Ich geh mal gucken, wo er bleibt. Du bist ein schwacher Hund. Ein Feigling. Ein Pudel. Eigentlich bist du ein Pudel. Ja. Ich hab sie gesucht. Die beiden machen sich schon Sorgen, wo sie bleiben. Ich muss mich erst mal sammeln. Tut mir leid, aber unter den gegebenen Umständen kann das durchaus dauern.